Ja, lieber Harald, danke für die viel zu freundliche Anmoderation. Liebe Organisationen von Tobias Peterka, alle anderen Kollegen, den Bezirksverband Oberfranken und überhaupt alle, auch die junge Alternative, die uns das hier auch logistisch zur Verfügung stellen. Vielen, vielen Dank auch an Sie fürs Kommen. Heute ist ein Tag der Freude und zum Feiern. Und darum feiern wir auch, in der Tat. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Wetter und eine wunderbare Stimmung. Und in der Tat, wir sind nicht kleiner als die CSU, die inzwischen gerade noch winzig hier feiert. Wir sind größer als die CSU am gleichen Ort. Und da sieht man ja schon, wie sich die Prioritäten verschoben haben und wer nun wirklich die Partei ist, die in erster Linie und eigentlich als einzige noch für die Deutschen kämpft und für die deutsche Einheit an dieser Stelle. Vor 32 Jahren sind die beiden ja zuvor fast 40 Jahre lang geteilten Teile Deutschlands wiedervereinigt worden. Ich erinnere mich auch selbst noch recht gut an diesen auch im Westen sehr emotionalen Tag. Wir haben es ja gerade schon gehört von Coburg. Das war nicht nur in Coburg so, es war wirklich auch im ganzen Westen so, obwohl es natürlich die Ost- oder Mitteldeutschen damals noch viel mehr berührt hat. Hier in Mittlerreuth hatte die unnatürliche und grausame innerdeutsche Grenze bis 1989 ja die Menschen gewaltsam getrennt, sowie insgesamt auf 1400 Kilometer Länge innerdeutscher Grenze, aber hier natürlich brutal spürbar, genau an diesem Ort, an dem wir jetzt hier stehen. Und heute bei dem Wetter sieht sie ja im Rückblick, wo ja keiner mehr direkt irgendwie Grausamkeiten damit verbindet, zumindest nicht in diesem Moment, wenn sie so pittoresk dasteht, fast schon die weiße Mauer an dieser Stelle. Aber es war halt völlig anders. Eigentlich bis Oktober 89 konnte kaum jemand ahnen und wissen, dass es dann so schnell gehen würde. Tja, und normal war sie natürlich nicht. Ich fange jetzt mal an wieder mit unserem Parteimotto, das ja wirklich passend war im Wahlkampf. Deutschland aber normal. Und normal war natürlich nicht die Mauer, auch wenn der damalige ZK-Chef, Zentralkomitee-Chef und SED-Chef Walter Ulbricht ja 1961, als es dann losging, was er ja monatelang geleugnet hatte mit der Mauer, dann hat er sie als antifaschistischen Schutzwall gerechtfertigt, obwohl ja jeder wusste, dass eigentlich hier nur eine Abstimmung mit den Füßen von Millionen von Menschen verhindert wurden. Von Millionen fähigen, begabten, ausgebildeten, freiheitsliebenden Menschen, zunächst in der sowjetisch besetzten Zone und dann in der DDR. Und irgendwann 1961 war es dem Regime halt zu viel und sie mussten alles dicht machen, sonst hätte die DDR vermutlich wäre mit den Füßen abgestimmt worden und hätte wahrscheinlich keine ein, zwei, drei Jahre mehr überlebt. So war das damals. Das vergisst man auch ganz gerne, auch wenn man es jetzt nicht beweisen kann. Aber die wussten schon, Ulbricht wusste, warum er die Mauer bauen muss. Es war somit eine Mauer gegen das Menschenrecht auf Freiheit bzw. Freizügigkeit, das heißt auf eine legale Ausreise aus der DDR. Und an der Stelle mache ich jetzt gleich einen Exkurs, denn normal, weil das ja heute manchmal verglichen wird, normal ist heute umgekehrt das völlige Fehlen einer Grenzsicherung natürlich auch nicht gegen die illegitime Einwanderung ans Deutschland. Das eine hat mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Deshalb dieser manchmal aufgestellte Vergleich ist einfach grotesk falsch, meine liebe Freunde. Und ich will es einmal auch ausformulieren, warum. Es ist ja eigentlich völlig logisch. Im einen Fall ging es um eine legale, legitime Ausreise eines eigenen Staatsbürgers aus dem eigenen Land. Und ja, das ist ein Menschenrecht. Das heißt nicht, dass er automatisch ein Einreiserecht überall hin hat, aber zunächst mal die Ausreise, temporär zumindest, muss möglich und legal sein. Und das war halt damals nicht so. Und heute reden wir, jetzt muss ich vorsichtig sein, weitgehend von illegitimer, eigentlich, wenn man es streng sieht, sogar in vielen Fällen illegaler Einreise. Und man muss es auch betonen, in allermeisten Fällen von völlig fremden Kulturen. Und damals sind ja nur Menschen vom einen Teil Deutschlands, von der gleichen Kultur, in den anderen Teil Deutschlands gegangen, beziehungsweise wollten das tun. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und deshalb sind diese Vergleiche perfide und übel, wenn man uns heute sagt, ja, damals wart ihr gegen die Mauer, jetzt seid ihr gegen die Mauer der DDR, aber ihr wollt selbst wieder Mauern aufbauen gegenüber anderen Staaten. Pfui, das ist ein unsäglicher Vergleich. Ja, normal war damals in der DDR vieles nicht, was sich die Jüngeren und die Nichtzeitzeugen ja auch noch kaum noch vorstellen können. Und darum ist ja auch so ein Monument, Grenzmauer und das Deutsch-Deutsche Museum Mittlerreuth so wichtig, weil die Machtmethoden des DDR-Regimes der Unfreiheit dürfen einfach nicht vergessen werden. Und Originalmonumente sind dafür einfach unglaublich wichtig. Aber nicht nur, wie dieses Regime geschützt wurde, sondern auch,
was mit dieser Mauer geschützt werden sollte, das sollte nicht ganz in Vergessenheit geraten. Ich weiß, dass heute schon einige Geräte gehalten wurden, aber ich möchte doch noch ein paar Dinge in Erinnerung rufen, insbesondere die inzwischen leider nicht mehr zu übersehenden Parallelen zur Gegenwart. Denn nur wenn man das tut, dann beugt das vor gegen neosozialistische Wiederholungen dieser Gesellschaftsexperimente von damals. Und ja, das ist halt leider die Erkenntnis, die traurige Erkenntnis an diesem heutigen 3. Oktober, dass wir ein paar Déjà-vus haben, reale Gefahr, neuer Neosozialismus mit allen Begleiterscheinungen, auf die ich gleich noch komme, in der real existierenden BRD anno 2021. Das ist nicht so weit hergeholt. Inzwischen braucht man nicht mehr so viel Fantasie. Die feinfühligeren Geister, und da zähle ich mich schon dazu, weil ich das schon seit 20 Jahren mache, auch öffentlich. Manche machen es seit 30. Manche haben schon 1989, 90, 91 gespürt, dass der Sozialismus nicht ganz tot ist, dass diese eigentlich komplett und schon x-mal in der Weltgeschichte gescheiterte Ideologie auch wiederkommen würde. Tja, und da sind wir halt jetzt wieder. Normal war zum Beispiel nicht das Wirtschaftssystem der DDR, die zentrale Planwirtschaft, bei dem sich der Zentralstaat und eine kleine Gruppe von Planern angemaßt hat, alle Funktionen eines freien Marktes mit rein ideologisch weltfernen Begründungen außer Kraft zu setzen. Das heißt, die Gütersteuerung am Markt vorbei selbst in die Hand zu nehmen unter Ausschaltung dieses freien Preisfindungsmechanismus des Marktes. Und das hört sich immer so kalt an, aber der Markt ist der Ort, an dem sich Hunderttausende von Anbietern, freie Willensentscheidungen von Anbietern, was sie verkaufen wollen, und Millionen von Nachfragern, ebenso freie Willensentscheidungen von freien Menschen, treffen und einen frei ausgehandelten Preis treffen. Wer da eingreift, meine Damen und Herren, ist erstmal in der Begründungspflicht. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Begründungen überhaupt. In aller Regel muss das eben nicht so sein. In aller Regel ist die Hybris von Zentralplanern fehl am Platze. Sie führt nicht zu einer besseren Gesellschaft. Aber diese Lehre scheint mir jetzt schon 30 Jahre danach schon wieder gründlich vergessen zu haben. Ich komme gleich darauf zurück. Ja, am Ende hat die DDR dann ganz am Ende eigentlich nur noch unter zunehmender Verschuldung überleben können, teilweise auch in West-D-Mark von Franz Josef Strauß zum Beispiel bekommen, bröckelnde Substanz trotz dieser Schuldenaufnahme und natürlich die immer weltfernere Schönwetterpropaganda der SED. Das war alles die Begleiterscheinung am Ende. Tja, normal war auch nicht die völlige Fremdbestimmung der DDR durch die UdSSR. Geld floss, und die Älteren werden sich sicher gut erinnern, nach Moskau ab, Tributzahlungen an den großen sowjetischen Bruder für die in erster Linie sozialistische Weltrevolution. Das war immer noch das Credo, zumindest mal in 60er, 70er noch, auch in 80er noch. Es war nie aufgegeben und es war halt unglaublich teuer, die lieben Brudervölker da auch noch mit durchzufüttern. Heute erleben wir als erste Déjà-vu jetzt schon fast dasselbe in Richtung Brüssel. Tributzahlungen von uns in Richtung der international sozialistischen Planungshybris. Die überwunden geglaubten Fehllenkungen sehen wir also heute eigentlich alle schon wieder. Den Zentralismus von Brüssel, die umfassende und ständig zunehmende Staatsplanwirtschaft aus Brüssel und Berlin, eine Staatsquote von inzwischen, wenn man sie ehrlich rechnet, über 60%. Die Sowjetunion hatte ungefähr diesen Wert, 60-70%, an dem Punkt, an dem sie zusammenbrach. Wir sind also schon nahe dran an diesem Punkt. Das heißt nicht, dass es jetzt morgen zusammenbricht hier. Es fühlt sich auch nicht so an. Aber ganz ehrlich, es hat sich auch nicht 85 oder 88 direkt so angefühlt. Alle Zeitzeugen, mit denen ich rede aus Mittel- und Ostdeutschland, sagen, nein, wir wussten es eigentlich nicht, dass es bald zu Ende geht. Aber heute sind die Methoden ein bisschen subtiler. Wir können viel mehr Schulden aufnehmen in einem Kapitalmarkt, der viel mehr hergibt. Aber wir, zumindest finanziell, wenn man genau reinschaut, wuchern wir schon wieder genauso auf Substanz im finanziellen Bereich. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann ist man auch in der Infrastruktur schon in einem gewaltigen Investitionsstau inzwischen. Und das, da gibt es durchaus einige Déjà-vus, auch wenn es hier noch nicht so aussieht wie in Leipzig in der Innenstadt im Oktober 1989. Tja, also die überwunden geglaubten Fehllenkungen sehen wir wieder. Statistische Lügen, sehr viel antiwissenschaftliche Ideologie, dazu komme ich auch gleich noch. Und unter der Fremdherrschaft der EU, das ist inzwischen keine Übertreibung mehr, kommt das heute alles wieder, was wir damals überwunden geglaubt haben, was Sie damals überwunden haben. Ideologisch und gesetzgeberisch sind wir immer weniger souverän. Und mit der neuen EU-Schuldenkapazität, die es jetzt genau seit 2,5 Monaten erst gibt, bald noch viel weniger. Sozialistische Wirtschaftsideologie, Fälschung von Gesundheits- und Wirtschaftsstatistiken, damals wie heute,
CO2-Klima-Ideologie, okay, das ist jetzt eine andere Ideologie als das, was damals die DDR propagiert hat. Gender-Ideologie war damals auch noch nicht so bekannt, aber am Ende sind es Ideologien, die wenig mit der Realität zu tun haben. Multikulti-Ideologie, auch die gab es, und da muss man ja Honecker glatt mal gratulieren, nicht in der DDR, da war er besser als die heutigen Potentaten. Und an einer Stelle war sie auch besser, die DDR. Sie hat, ist nämlich nicht so weit gegangen, sogar naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu negieren. Und im Bereich der Wunschträume bei der Energiegewinnung, muss man wirklich sagen, sind wir an dem Punkt schon angelangt. Ich hatte neulich eine ziemlich groteske und surreale Debatte mit einem Linken und auch mit einem Grünen zum Thema grüne Wasserstoffgewinnung in Afrika zur Verschickung, Versendung über Pipelines, Höchstdruckpipelines nach Europa und Deutschland, um hier irgendwie alles grün mit grünem Wasserstoff aus der Sahara zu machen. Und das ist für jeden Ingenieur, der das hört, weiß, es wird scheitern, es kann nicht funktionieren. Man negiert hier einfachste naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Dazu muss man noch nicht mal Ingenieur sein. Da muss man sich nur minimal einarbeiten. Ebenso übrigens, wie man bei Corona kein Arzt sein muss, um inzwischen die statistischen und teilweise auch die gesundheitlichen Betrügereien und Unverantwortlichkeiten aufzudecken. Ja, normal war natürlich auch in der DDR nicht das sogenannte Rechtsstaatssystem, das nur zum Schein existierte und ja, terminologisch war die DDR auch ein Rechtsstaat, aber sie hat Dissidenten am Ende brutal verfolgt. Folter gibt es bei uns noch nicht, das war in der DDR vielleicht die Ausnahme, aber sie wurde praktiziert. Alles andere dagegen ist schon da. Rufmord, Angst einflößen, vor allem gegen Kritiker und solche, die es noch werden so, oder nicht werden sollen, Aufrufe zur Denunzierung, Zersetzung jeder noch nicht gleichgeschalteten politischen Bewegung, Bespitzelung, und zwar heute digital, nicht damals wie analoge Stasi-Akten und so. Es ist viel effizienter, viel perfekter heute schon. Und es wird jeden Tag perfekter, diese Bespitzelung, die totale Überwachung unserer finanziellen Sphäre und eigentlich auch unserer Kommunikation. Vollpolitisierte Richter und Staatsanwälte, das war in der DDR jedem klar. Und Sie müssen sich ja den Gedanken gewöhnen, dass das inzwischen leider auch von Karlsruhe ausgehend auch bei uns allmählich so ist und langsam nach unten diffundiert. Auf unteren Gerichten findet man manchmal noch unabhängige Richter, aber ansonsten ist das nicht mehr so häufig der Fall. Faktische Zensur, auch hier wird subtiler gearbeitet als damals. Man zensiert selten ganz offen. Teilweise lagert man es an sogenannte privatwirtschaftliche Unternehmen an. YouTube und Facebook löschen im Tausendertakt pro Tag zurzeit. Im Tausendertakt Kanäle, die wirklich groß sind, wichtige. Und auch der Staat selbst ist inzwischen gesetzgeberisch in der Lage zu zensieren. Perfekte Aktenhaltung, habe ich schon gesagt. Und natürlich die bürgerlich-soziale Vernichtung, die zunehmende aller Kritiker. Dazu wird eines Tages auch die Bargeldabschaffung beitragen. Also das sind alles Dinge, man ist weitergekommen als damals im Zuge der Digitalisierung, die zwar im Prinzip segensreich ist, aber von unserer lieben Bundesregierung massiv auch gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird, meine Damen und Herren. Tja, normal war in der DDR auch nicht die Gleichschaltung der wenigen Medien. Normal war damals schon nicht der geheuchelte Pluralismus im Parlament mit den Blockparteien, die ja alle das SED-Lied gesungen haben. Normal waren nicht die privilegierten Nomenklatura der Parteibonzen, die Medien- und Kulturschaffenden. Das ist übrigens auch ein DDR-Begriff. Also wir hätten im Westen damals noch Künstler gesagt. Aber inzwischen hat sich der DDR-Begriff auch im Westen durchgesetzt. Also es heißt heute auch hier wieder Kulturschaffende. Und das ist halt auch ein Teil der Nomenklatura. Jeder, der eine gewisse Einfluss auf die Massen hat und der das hohe Lied des Systems singt, der wird gehegt und gepflegt und hat Privilegien. Ja, und heute eigentlich fast 1:1. Wir haben erneut schon wieder die Einheitsmeinung der subtil, aber extrem wirkungsvoll gleichgeschalteten Massenmedien und der heutigen Blockflötenparteien. Ich nehme das Wort jetzt mal bewusst in den Mund, komme gleich noch dazu. Aber eigentlich bei allen fast zentralen Themen Deutschlands ist diese Gleichschaltung inzwischen spürbar. Es sind Scheinkämpfe oder Kämpfe um Nebensächlichkeiten, die geführt werden, sei es bei Multikulti, bei der Zuwanderungsfrage, bei der CO2-Religion, beim Genderismus, bei der Euro-Dauerrettung, bei den Kompetenzanmaßungen der EU, bei der EU-Souveränität. Das ist inzwischen wirklich ein Begriff, der im Bundestag verwendet wird. EU-Souveränität. Und meine Damen und Herren, man kann einen Suprastaat nur ermächtigen, indem man die zugrunde liegenden Nationalstaaten entmächtigt. Und genau das geschieht hier zurzeit. Und nur die AfD ist dagegen. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit, warum wir hier die größte Fraktion oder Partei oder Gruppierung sind, sage ich mal, an diesem Ort heute, weil es ja ein Nationalfeiertag ist. Tobias Peterka hat es ja eben schon gesagt, es ist der einzige Nationalfeiertag. Inzwischen muss er konkurrieren mit anderen Anlässen, was eh schon ein Unding ist.
Aber ja gut, also Tobias hat den Tag der Moschee genannt, der auch auf den 3.10. gelegt wurde. Und in der Tat, das ist eine Provokation, da gebe ich Tobias recht. Das hätte natürlich, es hätte 365 Möglichkeiten gegeben, den Tag der Moschee auszurufen, wenn man es denn unbedingt will. Also, Deutschland soll eindeutig seiner Souveränität beraubt werden. Das ist keine Verschwörungstheorie mehr. Wir sagen das seit 15, eher 20 Jahren. Ich bin dafür schon 2014 auf Wikipedia als Verschwörungstheoretiker gestanden. Entschuldigung, meine Damen und Herren, das sagt inzwischen jeder Zweite im Bundestag, eigentlich 3 von 4. Es gibt wirklich 2, 3 Parteien im Bundestag, die ganz offiziell die deutsche Nation überhaupt nicht mehr als irgendwie als wertvolles ansehen. Es ist einfach so. Sie soll nicht mehr verteidigt werden. Die Grünen wollten in ihrem Parteiprogramm das Wort Deutschland überhaupt nicht mehr drinstehen haben. Im Titel jedenfalls nicht. Das war eine große Debatte bei denen. Und von diesen Leuten sind wir umgeben. Von diesen Leuten werden sie alle regiert. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dieser Feiertag hier, dieser wichtige Feiertag, eben in diesem Land nicht mehr der wichtigste ist. Pfui Teufel. Also, der Pluralismus wird geheuchelt. Und Deutschland ist, das muss man auch sagen, nach 16 Jahren Merkel und nach 65 Jahren CSU, morsch und faul bis ins Mark. Wir leben auf Substanz. Und wie eben schon gesagt, man sieht das nicht an der Oberfläche, nicht so wie in der DDR der 80er. Aber es ist im Hintergrund so. Es wird ähnlich, also auch in der DDR war es so, dass die schönste Meile unter den Linden Ostberlin schön gehalten wurde. Und bei uns ist es auch so, dass die renommierten Flecken schön gehalten werden und an den Stellen, wo nicht so genau hingeschaut wird oder wo man es nicht sofort sieht, wird auch Substanz gewirtschaftet. Und das ist eine Parallele, das meine ich nicht nur materiell, sondern auch rechtsstaatlich und gesellschaftlich. Überall werden diese Dinge erodiert und ja, Substanzen, auch rechtsstaatliche Substanzen und gesellschaftliche Errungenschaften, die wir für absolut gesichert gehalten haben, in zumindest in Westdeutschland, in 70 Jahren Frieden und permanentem Wachstum und permanentem Wohlstand, werden inzwischen mit einem rasanten Tempo abgebaut. Und das ist nicht nötig. Es ist nicht nötig, dieser Abbau, denn in diesem Land könnten, wenn wir vernünftig regiert würden, immer noch Milch und Honig fließen. Das heißt nicht, dass wir jetzt in totalem Luxus alle leben würden. Ist aber auch nicht nötig. Aber wir hätten erheblich mehr für die eigenen Leute, wenn wir nicht über supranationalstaatliche Positionen, die ich aus meinem Haushalt in unendlicher Zahl kenne, permanent und jeden Tag Milliarden rausschieben würden, insbesondere auch in die permanente Euro-Rettung, wo das auf Pump geschieht, sodass sie es nicht sofort merken. Aber eines Tages wird diese Schuldenlast fällig. Ja, die sozialistischen Tendenzen sind heute kommen in einem anderen Gewand daher als bis 1989. Aber wie schon damals behaupte ich doch, dass eines Tages ohne massenmediale Vorwarnung dieses ganze Schuldengebäude kollabieren wird. Ich sage aber nicht, dass das in nächster Zeit schon schnell passiert. Und das ist auch kein Grund, jetzt aufzugeben, das ist auch kein Grund, jetzt fatalistisch zu werden. Denn jeden Tag wird die Fallhöhe höher. Und es ist durchaus eine edle Aufgabe der AfD und von Ihnen allen, die noch deutsch denken, diese Fallhöhe zu verhindern. Denn es muss einen Tag danach geben, nach Euro, nach EU. Selbst wenn die AfD nichts gegen die EU sagen würde, nichts gegen den Euro, was wir natürlich tun, es würde am Ende auch keine Rolle spielen. Alles, was gegen ökonomische Naturgesetze aufgebaut ist, wird eines Tages kollabieren. Und deshalb ist es auch beim Euro und damit indirekt automatisch auch bei der EU sicher, dass diese unnatürlichen Konstrukte, die nur auf ihre Kosten überhaupt finanzierbar sind, eines Tages zusammenbrechen werden. Man muss also nicht uns die Schuld geben, das sage ich heute schon, wenn es passiert. Wir sind nur die Warner und die Bahner und diejenigen, die die Fallhöhe verringern werden, die jeden Tag, und das ist keine Übertreibung, um mehrere Milliarden Euro anwächst. Wahnsinn. Ja, die etablierten Parteien im Bundestag, ich habe es ja schon gesagt, sind in allen wesentlichen Themen absolut einer Meinung. Sie überbieten sich gegenseitig in der Erfüllung des Abwicklungsplansolls, der von Deutschland alles immer euphemistisch begründet mit guten, aber wolkigen Zielen und Zwecken. Vor allem die nicht beweisbare Weltrettung durch CO2-Reduzierung und die vorgebliche Menschenrettung bei Corona. Das sind die zwei aktuell schlimmsten Beispiele, auch die teuersten Beispiele. Wobei ich jetzt nicht die Euro-Rettung, die permanente, hier kleinreden will. Die ist natürlich auch gewaltig schlimm. Zu CO2. Ist es normal, dass zugunsten von imaginären Menschen im Jahr 2100 etwa, die vielleicht aber auch nicht, 1 Grad mehr oder weniger haben werden in ihrem Leben, die heute lebenden Menschen ihren Lebensstandard oder gar ihre eigene Existenz aufgeben müssen auf Basis einer weiterhin nichts beweisenden CO2-Modellwelt. Selbst wenn man den offiziellen Menschen glaubt, den Modelltheoretikern, es gibt keine Modelle,
die irgendwie ansatzweise genau werden. Sie werden auch permanent verändert. Also mal sind es 5 Grad mehr in 80 Jahren, mal sind es nur 1 Grad. Mal macht man uns Hoffnung, ja, wenn wir jetzt 500 Milliarden in die Hand nehmen, natürlich nur in Deutschland, dann wird das Klima um 1,5 Grad niedriger sein. Wir haben inzwischen mit den offiziellen Modellen nachgerechnet, dass das gesamte Klimapaket, das bereits auf dem Tisch liegt, schon unter der alten Koalition, die Welttemperatur in 80 Jahren im nicht fühlbaren 0,05 Grad Bereich, 0,05 Grad Bereich verändern würde. Das spürt niemand, das ist unmöglich. Und das sind die offiziellen Modelle. Das heißt, es spielt am Ende keine Rolle. Und da sind jetzt eingegangen praktisch eine komplette Abschaffung Deutschlands, jede Mobilität, jede Produktion. Wenn wir das wirklich machen würden, klimaneutral würden, alle bis 2030, 2038, 2050, all das wird im Koalitionsvertrag stehen im nächsten, dann wird es genau nichts belegen. Und das setzt überhaupt voraus, dass man die CO2-Modelltheorie und die Klimatreibhaustheorie überhaupt glaubt. Tun wir das mal für einen Moment. Und dass man dann die offiziellen Modelle anwendet. So absurd ist das. Und deshalb, das ist also auch naturwissenschaftlich absurd in jeder Hinsicht. So weit ging nicht mal die DDR. Wir haben es also ideologisch schon viel auf ein viel tieferes Niveau gebracht, als es die DDR jemals war. Und es ist sicher, dass es schlecht ausgeht. Die heute lebenden deutschen Steuerzahler werden von grün-schwarzen Gesellschaftsklempnern und selbsternannten Weltrettern drangsaliert und über Green Deals der EU 1 Billion Euro zu hunderten Milliarden Strafzahlungen für nichts verurteilt. Sie werden dafür zu verurteilt, egal welche Regierung jetzt drankommt, wir werden ja nicht beteiligt sein, schuldlos. Sie haben nichts getan, sie haben produziert, sie haben effizient produziert, wie es der Kapitalismus halt macht in aller Regel. Sie haben geatmet, oder haben sie CO2 emittiert, ganz böse. Und sie sind ab und zu mal Auto gefahren und das wollen sie ja weiterhin tun. Aber eigentlich haben sie keine Schuld, sie haben nur das gemacht, was Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang normal war. Und ja, wir haben es nun mal auf Basis von fossilen Energien getan. Und ja, man kann nachhaltig wirtschaften. Die AfD ist eine konservative Partei. Und eine konservative Partei hat natürlich den Naturschutz im Blick. Den Naturschutz. Aber die Naturzerstörung hängt in zu weiten Teilen nicht am CO2, sondern einfach nur, und das sagt kein Mensch von den Herrschaften Grünen, aller Parteien, also Grünen jetzt nur Passport Toto stehend für alle Parteien, keiner von denen sagt, dass die Grüne... dass die Erdbevölkerung natürlich enorm viel ausmacht. Vor 60 Jahren, als diese Mauer gebaut wurde, hatten wir 2 bis 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. 2 bis 2,5, das ist ein winziger Zeitraum. Heute sind wir bei 8 Milliarden. Und ja, jetzt raten Sie mal, wer schuld ist. Man muss es auch mal so ausdrücken. Natürlich sind wir auch eine Partei des Lebens und der Lebensbejahung und der Familie. Aber in erster Linie in einem Land, das sich pro Generation um 25% abschafft, das ist nämlich Deutschland. Wenn man denn diese These aufstellen würde, und das machen die Grünen aus gutem Grund nie, dann müsste man nämlich nach Afrika schauen, nach Südamerika, nach Asien, nach Arabien unbedingt. Und dann würden sie da die Naturzerstörer und letzten Endes natürlich auch die Haupt-CO2-Emittenten finden und eben nicht hier in einem Land, das sich pro Generation um 25% abschafft und damit fast, sage ich mal, auch um 10, 20, 25% den CO2 reduziert. Automatisch. Wir sind in dieser Denke und dieser Logik bereits die Musterknaben der Welt. Natürlich sieht die AfD das kritisch und wir würden gerne autochthone Kinder etwas zahlreicher haben, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Umweltsünder, und das muss man so klar aussprechen, sind nicht in diesem Land gezeugt worden oder geboren worden, sondern ganz woanders. Wenn man also diese Denke hat, CO2 ist ein Gift, oder wenn man einfach sagt, wir müssen einfach erkennen, dass die Welt nicht nach 50.000 Jahren flache Linie und jetzt 150 Jahre extrem steiler Bevölkerungsanstieg nicht so weitermachen kann, dann muss man woanders ansetzen. Aber das tun die Grünen nie, weil sie dann nämlich zugeben müssten, ja, eigentlich wollen wir nur Geld umverteilen von Deutschland in alle Welt. Wir wollen ja eigentlich gar nicht irgendwie an die Bevölkerung ran. Es ist am Ende alles verlogen. Auch die CO2-Krücke ist eines von vielen Vehikeln, um Geld umzuverteilen. Das ist eine reine Umverteilungsmaschine. So wie damals die DDR, die UdSSR auch viele Gründe hatte, von der DDR ein paar Tributzahlungen zu verlangen. Tja. Und wie immer im Umverteilungssozialismus verdient hier unter wohlklingenden Bezeichnungen wie etwa Klimarettung vor allem die machthabende Elite. Offenkundige Widersprüche wie die Tatsache zum Beispiel, dass Deutschland nicht einmal 2% des CO2 der Welt emittiert, werden medial völlig unterschlagen oder es wird gar gefordert, dass Deutschland
Vorreiter für die Welt werden muss. Am deutschen Wesen soll also wieder mal die Welt genesen. Meine Damen und Herren, das ging schon immer schief. Es wird auch diesmal wieder schief gehen. Es ist nicht normal, sondern hochgefährlich. Wir müssen hier nicht Vorbild für die ganze Welt sein. Ja, und dann erspare ich uns auch Corona nicht. Auch nicht an diesem Stelle, auch nicht aus diesem Anlass, weil es halt auch so wichtig ist. Ist es normal, dass noch immer nicht in den offiziellen Statistiken zwischen an oder mit Corona-Kranken bzw. Gestorbenen unterschieden wird? Und wir können auf inzwischen sehr guter Datengrundlage, das sage ich seit über einem Jahr und inzwischen steht es in der Welt und die US-Gesundheitsbehörde sagt das auch, dass nicht einmal 20% der angeblichen Corona-Toten wirklich nur an Corona gestorben sind, also kausal daran. An oder mit gestorben ist der entscheidende Unterschied in der Beurteilung der Gefährlichkeit dieser Krankheit um den Faktor 5 etwa. Also 20% sind vielleicht, und das ist schon hochgegriffen, wirklich kausal an dieser Krankheit irgendwie in der Intensivstation. Und wenn man das dann wirklich anwendet, und das ist keine Verschwörungstheorie mehr, das ist inzwischen offiziell, es wird nur nicht sauber ausgedeutet, wenn man das anwendet, diesen Faktor, und es sei es nur durch 5, dann sind wir inzwischen bei einer Größenordnung, die eine mittlere, leichte bis mittlere Grippengrößenordnung hat. Und deswegen wird hier seit 1,5 Jahren der Ausnahmezustand nicht nur geprobt, sondern gegen sie alle angewandt. Das ist ein völliger Wahnsinn. Und die Hysteriker, Corona-Hysteriker, liefern das einfach nie. Es gab mal eine normale Welt, das muss man vielleicht auch mal erzählen, im gesundheitlichen Bereich jetzt, in der es Gesunde gab, keine asymptomatisch Kranken. Das ist ein kranker Begriff, terminologisch, aber nicht gesundheitlich. Es gab eine normale Welt, in der man gegen schnell mutierende Viren nicht impfte, beziehungsweise kaum jemand mitmachte, in der Impfstoffe aus gutem Grund frühestens nach 5 Jahren Testungen zugelassen wurden, in der Impfungen jahrelang vorhielten, inzwischen noch 6 Monate, das zeichnet sich immer mehr ab, in der es eine Welt, in der es keine unterschiedlichen Grundrechte für Geimpfte oder einfach nur Gesunde gab, in der man nicht seine Gesundheit beweisen musste, was völlig verrückt ist, in der niemand auf die Idee gekommen wäre, Kinder, die keinerlei echtes Schadenrisiko bei der Krankheit haben, zu impfen, in der man heilbringende Impfungen der Menschen nicht mit Propaganda schmackhaft machen musste, weil die Leute, die es geglaubt haben, und bei vielen Impfungen war es ja vielleicht auch sinnvoll, haben sie absolut freiwillig gemacht, da musste keine Propaganda her. Und eine Welt, in der noch nicht alle Statistiken verbogen wurden, Impfwirkungsdaten, Letalitäts-, also Sterberaten, An- oder Mitzahlen, Belegungsquoten von Intensivbetten. Überall werden wir seit 1,5 Jahren massivst angelogen und es hört nicht auf. Und ich wage gar nicht mehr auszuwählen, was nach diesen schönen letzten Spätsommer- und Herbsttagen in dieser Republik wieder los sein wird, was sie dann sich noch einfallen lassen werden. Und ich sage auch den Geimpften, die hier sitzen, freuen Sie sich nicht zu früh, kämpfen Sie auch mit den Nicht-Geimpften für deren Grundrechte. Das ist verdammt wichtig, denn schon in 6 oder 5 Monaten könnten Sie selbst wieder formell ein Ungeimpfter sein, selbst wenn Sie vielleicht einen ganz schweren Krankheitsverlauf, viel mehr Antikörper im Blut haben als jeder Geimpfte und als jeder Nicht-Erkrankte. Sie werden einfach rein formal zum 2., 3., 4. Stich gezwungen. Und das ist alles krank, das ist alles verrückt mit einer Impfung, die nach wie vor neu ist, nach wie vor nicht ausgetestet ist. Auch die Geimpften dürfen sich in dieser Form nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, wir sind doch die Mehreren, wir sind doch 80-90% und jetzt lasst doch die letzten 10 Deppen da entweder ihre Dauertests jeden Tag machen oder lasst sie über 2G-Regeln dauerhaft ihre Grundrechte verlieren. Das ist mir jetzt egal, ich bin außen vor. Das ist zwar leider eine typisch deutsche Mentalität, aber es ist eine gefährliche Mentalität. An der Stelle brauchen wir ähnlich wie 1989 Solidarität von jeder, von jedem mit jedem. Ja, und ich erinnere doch noch mal an die Dinge, die schon ein paar Tage zurückliegen. Ist es normal, wenn Kanzlerin Merkel droht, es wird keine Impfpflicht geben, aber wer sich nicht impfen lassen möchte, der kann bestimmte Dinge vielleicht nicht machen. Ja, so ungefähr hat sie das gesagt. Wir sprechen hier von den Grundrechten auf Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit. Es ist dramatisch inzwischen. Berufsfreiheit. Immer mehr Branchen werden unter die 2-Regel geworfen. Das heißt, die Leute müssen sich impfen lassen oder sie verlieren ihren Job. Freiheit der Person, Religionsausübungsfreiheit sowie sogar die körperliche Unversehrtheit und die Reisefreizügigkeit. Man fragt sich wirklich unwillkürlich, wofür haben eigentlich vor 32 Jahren die Menschen eine friedliche Revolution gemacht, wenn jetzt dieselben Grundrechte wieder vorenthalten werden, nur mit anderen Begründungen. Ja, und
Auch die FDP ist an der Stelle nicht besser, auch wenn sie leider es geschafft hat bei der Bundestagswahl, ebenso wie die Freien Wähler. Und ich habe diese als Heuchler bezeichnet. Das tue ich heute nochmal, auch wenn es der Bayerische Rundfunk nicht hören will. Die FDP hat in Gestalt ihres obersten Schaumschlägers Lindner mal gesagt, wir lehnen Sonderrechte für Geimpfte ab. Ja, klingt ja gut erstmal, weil das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, wir lehnen Sonderrechte für jeden ab und Sonderrechtsaberkennung natürlich auch. Gleichzeitig aber fordert die FDP und immer noch und mehr denn je, gebt Geimpften ihre Grundrechte zurück. Und das heißt natürlich nur Geimpften ihre Grundrechte zurück. Und das ist ein unglaublicher Widerspruch in den Aussagen der FDP. Das ist übel, ganz übel. Und leider kam das bei der Bundestagswahl nicht rum. Sonst hätten wir ganz sicher das Ergebnis der FDP und umgekehrt. Grundrechte heißen eben nicht so, dass sie von einem dahergelaufenen Parteichef wie Herrn Lindner nach Gutsherrenart einfach uns weggenommen werden können. Das ist einfach nicht so. Grundrechte heißen so, weil sie unkonditioniert jedem von uns zustehen und nur in absoluten Ausnahmefällen ganz kurz einmal einzelnen kleineren Gruppen weggenommen werden können. Das war der Geist des alten Infektionsschutzgesetzes bis März 2020, Jahrzehnte, Jahrhunderte alt letzten Endes. Quarantäne für Ansteckende, Hochansteckende bei nachweisbar hochansteckenden Krankheiten für einen ganz kurzen Zeitraum, 40 Tage, daher kommt das Wort Quarantäne. Ja, das war ein typischer Zeitraum. Und natürlich nur für 0,1 Promille der Bevölkerung, das war typisch. Und vielleicht war es in den Pestzeiten auch mal jeder Zehnte. Das war aber die absolute Ausnahme im Mittelalter, so lange ist das her. Und heute sind wir bei 98% Grundrechtseinschränkungen immer noch. Und 2020 war es ja sogar noch mehr. Das ist alles verrückt, das sind Ausnahmezeiten. Und das schreit an der Stelle schon auch nach einem Widerstandsakt, muss ich ganz klar sagen. Auch die DDR war formell ein Rechtsstaat und eine Demokratie. Faktisch natürlich nicht, wie wir heute wissen, wie damals, glaube ich, die Menschen auch wussten. Es gab mal eine normale Welt vor der EU, in der Verfassungsrechte und EU-Verträge noch eingehalten wurden und es darum keine Eurobonds bzw. keine Transfergemeinschaft EU-Europa auf ihre Kosten gab. Tja, und viele werden sich erinnern, 1990 dann, nicht mehr 89, sondern 1990 sind ja viele wieder auf die Straße gegangen, als noch nicht so ganz klar war, ob es zu einer Wiedervereinigung kommen würde. Es war so bis in Januar, Februar nicht ganz sicher, ob man da wirklich eine Wiedervereinigung haben wollte. Und da wurde skandiert, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und das kann ich auch verstehen. Klar, die D-Mark war das Symbol und auch materiell wirklich relevant für einen gewissen Wohlstand. Diese Stabilität war wichtig. Die Ostmark hatte zwar formell auch Stabilität, aber natürlich nur, weil sie in ganz extrem striktes Kapitalverkehrskontrollsystem eingebunden war. Im Außenverhältnis zum Dollar waren weder der damalige Rubel noch die damalige Ostmark irgendwie stabil. Also das wussten die Menschen auch und sie wussten, dass sie dafür nichts kaufen konnten. Und deswegen war die D-Mark sehr begehrenswert. Und es ist ja auch logisch, natürlich nicht nur die D-Mark, aber vor allem die D-Mark. Und dann hat man euch, soweit ihr jetzt hier Mitteldeutsche seid, schon in 91 bei den Maastricht-Verhandlungen die D-Mark wieder weggenommen. So war das. Nur ein Jahr später, praktisch nach dieser Skandierung, wir wollen die D-Mark, kam sie wieder weg. Da wurde das schon entschieden im Maastricht-Vertrag von 92, den Kohl und Genscher und CSU Weigel, meiner Meinung nach, in Vorauswissen, dass es nicht gut gehen würde, durchgelassen haben. Kohl hat später zugegeben, leider erst 12 Jahre später, glaube ich, ich hätte eine Volksabstimmung über den Maastricht-Vertrag und damit gegen die Aufgabe der D-Mark verloren. Er wusste es. Er wusste es, dass er gegen die Menschen gehandelt hat. Genauso wusste es Herr Weigel. Herr Weigel damals schon oder noch unter dem alten CSU-Motto näher am Menschen, das sie inzwischen längst aufgegeben haben, denn sie sind nicht mehr näher am Menschen, meine Damen und Herren. Eine normale Welt, in der Widerspruch nicht überall mit Geld, Privilegien, Propaganda und Druck gebrochen wurde, in der man Grundrechte hatte, unabdingbare. Tja, und all diese Fehlentwicklungen sind natürlich nur möglich durch ein ausgeklügeltes System der Massenmeinungssteuerung durch Wahrheitsunterdrückung. Damals wie heute. Die öffentlich-rechtlichen Zwangsmedien werden zunehmend zu einer Dauersendung des Schwarzen Kanals und die Print-Einheitsmedien von SZ bis Zeit werden zunehmend zu einem neuen Einheitsdeutschland. So kann man es vielleicht ausdrücken. Das ZDF wurde dabei recht deutlich, Dunja Hayali war das mal im Morgenmagazin, man kann in Deutschland alles sagen, man muss aber dann halt mit den Konsequenzen leben. Ja, das ist die Meinungsfreiheit der Gezwangsmedien, das ist eigentlich das Idi Amin-Prinzip der Meinungsfreiheit. There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. So war das. Und so ist das heute. Liebe Freunde, es kann nicht sein,
dass Kritik automatisch Hassrede oder Hetze ist, denn das ist sie nicht. Diese Begriffe waren in allen totalitären Regimes wie der UdSSR, dem Dritten Reich oder auch in der DDR Kampfbegriffe, um unliebsame Meinungen zu diskreditieren. Heute nun auch wieder bei uns, das ist nicht normal. Kritik ist urdemokratisch und erforderlich. Ist es normal, dass Wahlauszählungen gefälscht werden, auch wenn wir es meist nicht beweisen können? Aber wenn in 22 Wahlkreisen, gerade passiert bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, identische Ergebnisse vermeldet werden und die Wahlleiterin Schätzungen von Ergebnissen zulässt, dann gereicht das ja eigentlich schon fast einem Egon Krenz bei der Wahl vom Mai 1989 zur Ehre. Und daran hat sich ja eigentlich die Massenprotestbewegung entzündet, an dieser Wahlfälschung vom Mai 89 damals. Wir sagen nein, es ist nicht normal, dass Deutschland offenbar schon wieder zu einem Land der Geisterfahrer geworden ist. Wir dürfen nicht alle zu Linksfahrern werden in einer Welt des noch immer bestehenden Rechtsfahrgebots und der Rechtsstaatlichkeit. Wir brauchen echte Zivilcourage in diesem Land zum Widerstand wie 89. Das bedeutet permanente Aufklärung der Menschen über all diese Lügen und Abnormitäten. Wir brauchen dafür eine rechtsrationale Einstellung, keine rechtsnationale, unbedingt Vernunft und Fakten getrieben, absolut gewaltfrei, genau wie damals. Ja, und leidenschaftlich aufklärend natürlich, denn es geht um viel. Um bürgernahe Demokratie, um Meinungsfreiheit, um Marktwirtschaft, um den Erhalt unseres Rechtsstaats und seit Corona sogar um unser elementarstes Grundrecht, das am eigenen Körper. Wir brauchen Mut zur Wahrheit. Die Wahrheit muss über allem stehen, das ist mir auch wichtig, manchmal sogar über der Mehrheitssuche. Wir haben den Mut zur Wahrheit auch im Wahlkampf nach vorne gestellt und es kann sein, dass wir, weil wir natürlich dann unbequem waren, noch mehr Hass bekommen haben und weil das halt negative Botschaften sind, dann vielleicht doch auch ein paar Wohlfühlmenschen, vor allem im Westen, uns nicht gewählt haben. Aber wir müssen diese Minderheitenpositionen durchhalten, es ist die Wahrheit. Wir dürfen keiner massenmedialen Scheinmehrheit folgen, auch wenn das kurzfristig Ärger ersparen würde und es vielleicht kurzfristig ein paar flüchtige Stimmen brächte. Man darf manchmal nicht ungeduldig werden oder realpolitisch dem Zeitgeist hinterherlaufen. Schon bald werden die Folgen schwarz-grün-roter Falschpolitik von Merkel, Scholz und Söder für jeden sichtbar. Dann kommt uns der Zeitgeist wieder entgegen, liebe Freunde. Und deshalb 32 Jahre nach 1989 fordere ich Sie und euch alle auf zum Widerstand gegen die Abwicklung eines einigen und wohlhabenden Deutschlands, für das ihr ja damals auf die Straße gegangen seid. Friedlich wie die Bürgerrechtler damals, aber hörbar. Die DDR ging unter, weil das Volk aufstand. Und ich fürchte, Deutschland wird untergehen, wenn das Volk weiter schläft. Das ist der Unterschied. Wir müssen das wohlverstandene nationale Interesse und ein freies und souveränes Deutschland verteidigen. Danke für euer Kommen, danke für die Orga, lieber Harald.